Also, und da sind wir hier als erstes bei Linsenparzellen angelangt. Die Linse gehört hier eigentlich typischerweise nicht her. Die gehört auf Kalkböden, die haben wir hier nicht. Aber zum einen wollten wir sehen, wie wächst eine Linse unter suboptimalen Bedingungen. Zum zweiten ist das hier Zuchtmaterial, das wir auch hochvermehren. Die Linse braucht standardmäßig eine Stützfrucht dazu. Ja, ohne Stützfrucht geht's nicht. Also von dem her ist jetzt nur die Frage, welche Stützfrucht nehme ich? Also in Frage kommen Gerste, Hafer, eventuell Leindotter sind Möglichkeiten. Und wir haben hier noch eine Parzelle angelegt mit Hirse auch als Stützfrucht, um zu sehen, wie geht es besser mit dem Auseinanderreinigen, weil Gerste und Linsen auseinanderreinigen ist nicht ganz einfach. Aber mit der Trockenheit hat dann die Linse wenig Probleme. Also die Linsen scheinen trockenheitsverträglich zu sein. Also in den Jahren 2018 und 2019 haben die Betriebe, die Linsen angebaut haben, nicht über große Mindererträge geklagt. Also von dem her ist da schon eine gewisse Trockenheitsverträglichkeit da. Andere Frage ist, wie viel Hitze halten sie aus? Also das muss man natürlich schauen. Also, traditioneller Anbaugebiet ist ja auch, sagen wir mal, Türkei, da wird es ja, oder Südeuropa, da wird es ja auch heiß.